Mein heutiges Sorgenkind, dieser Audi A8 aus dem Baujahr 2008, D3 Modell mit dem 3 Liter TDI ASB Motor. Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, welches Problem hat dieses Fahrzeug? Folgende Geschichte oder folgender Hintergrund. Vorgestern bin ich damit gefahren und während der Fahrt kam die Leuchte für die Batterie, das rote kleine Batteriesymbol. Und ja, das lässt darauf schließen, dass letzten Endes die Lichtmaschine kaputt ist. Wir gehen mal ins Auto und dann demonstriere ich euch das Ganze mal. Schlüssel steckt, wir machen mal die Zündung an. Sobald wir die Zündung anmachen, leuchtet immer dieses Batteriesymbol. Ist ganz normal. Wenn wir das Auto allerdings starten, das werde ich jetzt tun, sehen wir, das Batteriesymbol ist jetzt weg. Dieser Fehler kommt sporadisch, ja, Vorführeffekt letzten Endes. Aber dieses Symbol wird nach kurzer Zeit wieder kommen. Da haben wir es. Wie versprochen, kommt das Batteriesymbol. Und ja, ihr könnt es ganz leicht messen. Ich zeige euch, wie man das misst, dass die Lichtmaschine hier nicht mehr funktioniert und nicht mehr lädt. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Sämtliche Steuergeräte oder was weiß ich, Stromverbraucher werden abgeschalten in diesem Fall. Weil der Motor zieht letzten Endes den Saft aus der Batterie für den laufenden Betrieb und somit schaltet der nach und nach sämtliche Verbraucher ab, wie Sitze, die elektrischen Sitze und sämtliche andere Komponenten. Das heißt, das Auto fährt in einem Sparmodus, was die Elektrik anbelangt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt mal in den Kofferraum an die Batterie und dann werde ich euch das Ganze mal demonstrieren. Was brauchen wir dazu? Einfach so ein normales Multimeter. Das stellt ihr auf Volt, auf DC, auf Gleichspannung. Und wie gesagt, da haben wir die Batterie. Plus habe ich da reingesteckt. Mit einer Hand ist das ein bisschen einfacher. Minus da dran. Und wir sehen, das Ding hat nur 12,12 Volt. So, normalerweise, wenn die Lichtmaschine lädt, müssten hier mindestens 14,1 Volt anliegen. Ist die Lichtmaschine ein bisschen schwächer, mindestens 13,8 Volt. Ich kenne mein Auto sehr, sehr gut oder diesen A8. Von daher kann ich euch sagen, der hat immer 14,1 Volt angezeigt. Auch wenn ich ihn mit dem Delphi ausgelesen habe, die Werte 14,1 Volt soll die Lichtmaschine bringen. So könnt ihr das Ganze hier messen. Okay, wir machen mal den Motor, die Motorhaube auf und dann zeige ich euch mal dieses ganze Problem und diese Misere. Wir nehmen mal die Motorabdeckung hier ab. Die müsst ihr einfach nur hier so anheben. Das sollte hier mittlerweile jeder kennen. Die schmeißen wir mal hier zur Seite, denn die brauchen wir jetzt nicht. Ja, wo liegt das Problem? Ganz einfach, das Problem liegt dort im Inneren. Wir machen mal das Licht an. Dort eventuell kann man das sehen, wenn man hier die Schärfe bekommt. Dort hinten könnt ihr die Schraube sehen. Das ist der Spannarm für die Spannrolle. Und dort gibt es einen T60 Torx. Ich weiß nicht, ob man den hier einfangen kann. Wird ein bisschen schwierig werden, das einzufangen. Damit man den Riemen hier entspannen kann. Ihr seht hier den ganzen Riementrieb. Und vor dem Riementrieb seht ihr hier dieses Metallrohr. Das ist das Verbindungsrohr, das Luftrohr, was die beiden Ladeluftkühler, einmal dort rechts unter dem Scheinwerfer und einmal hinter diesem Scheinwerfer, was diese beiden Ladeluftkühler miteinander verbindet. Und die Lichtmaschine befindet sich ganz unten dort. Die letzte Rolle ist die Lichtmaschine. Ihr seht, unter Fahrschutz ist schon demontiert. Und um diese Lichtmaschine dort rauszubekommen, weil es dort unten so extrem eng ist, muss die ganze Stoßstange ab. Und angeblich der KU-Montageträger oder auch Schlossträger genannt, sprich dieses ganze Kunststoffteil, wo das ganze Lüfterpaket drauf ist und alles montiert ist, muss in Wartungsstellung gebracht werden. Bin mal gespannt, ob ich das wirklich in Wartungsstellung bringen muss, um die Lichtmaschine dann da unten rauszubekommen. Das werdet ihr dann sehen, wie eng die da verbaut ist. Oder ob es eventuell möglich ist, dass ich den Ladeluftkühler demontiere, wenn die Stoßstange hier demontiert ist und mir somit etwas Platz verschaffe für die Lichtmaschine, würde mir letzten Endes das Ganze ersparen, das in Wartungsstellung hier nach vorne zu bringen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, alles weitere jetzt im Video. Wir werden jetzt als erstes mal die Stoßstange demontieren. Dazu geht ihr folgendermaßen vor. Ihr schlagt das Rad einmal rechts rum ein, einmal links rum ein, damit ihr hier an die Radhausschalen kommt. Habt ihr ein Luftfahrwerk, so wie bei diesem Fahrzeug, fahrt es auf jeden Fall nach oben in den Liftmodus, kommt ihr besser dran. Und dann werden wir diese Radhausschale so ein bisschen zur Seite wegbiegen und gucken, dass wir an diese vorderen Schrauben
rankommen. Die letzten Endes, das sind drei Stück, 1, 2, 3, die hier den Kotflügel mit der Stoßstange verbinden. Ja, die letzte Schraube oder die letzte Mutter ist draußen. So sehen die Muttern aus, die da drin sind. Und damit die euch nicht runterfallen, nehme ich es immer oder mache ich es immer so, dass ich, ihr seht, die geht ziemlich schwer raus, mache ich es immer so, dass ich da so ein bisschen Betylband, dieses schwarze Gummi, hier in den Schlüssel rein macht, dann bleibt das da an der Mutter kleben und ihr kriegt die Mutter ohne Probleme raus, ohne dass sie euch irgendwo reinfällt und ihr dann ewig suchen müsst. Ja, so mache ich das immer, alle drei Muttern rausbekommen. Und ja, jetzt schaut euch das mal an, wenn ihr es beiseite biegt, da ist wirklich wenig Platz. Ich habe mir hier so eine Taschenlampe zur Hilfe genommen, um, wie gesagt, die Schrauben dort ausfindig zu machen. Wie gesagt, schaut mal, bis dahin müsst ihr ungefähr diese Rathausschale beiseite biegen, weil ansonsten kommt ihr an die oberste Schraube nicht dran. Mit der Taschenlampe kann man die ziemlich gut identifizieren. Okay, jetzt schlage ich das Rad oder die Räder nach links ein, damit ich auf der rechten Seite genau dasselbe machen kann. Zweite Seite ist jetzt geschafft. Die Schräubchen liegen alle hier schön da drin. Als nächstes müssen wir hier von oben ein bisschen was demontieren. Da müsst ihr hier diese Kunststoffabdeckung rausnehmen. Die klipst man hier einfach nur so raus. Ich versuch's jetzt mal mit einer Hand. Sollte ohne Probleme gehen. Zack. So schaut das Ganze aus der Distanz aus. Teil ist draußen, brauchen wir nicht mehr. Legen wir mal da oben hin. Und jetzt haben wir hier, oh, guckt an. Da ist vorher schon was gebrochen oder jetzt beim Demontieren was gebrochen, aber nö, ist nicht von der Verkleidung, scheint irgendwie von irgendwas anderem zu sein vor meiner Zeit. Okay, heben wir es mal auf, vielleicht finden wir heraus, wo das gebrochene Teil hingehört. Und jetzt müsst ihr diese Schraube abdrehen. Also mehrere sind es. Die sind für die Scheinwerfer. Die da, die hier, die, die und diese hier, damit die Stoßstange hier aus dem mittleren Bereich, wo der Single Frame drauf ist, gelöst werden kann. Okay, dann löse ich die mal schnell und dann geht's auch schon weiter. Ja, die Schrauben sind jetzt alle oben entfernt. Wie gesagt, die Front sitzt aber immer noch ziemlich satt, weil sie ja hier an den Seiten, hier unten in den SBBR Halter eingeklipst ist. Das müsst ihr dann zur Seite rausziehen. Das will ich jetzt aber noch nicht machen, denn ich will jetzt auch noch hier dieses Gitter für den Nebelscheinwerfer rausholen, denn ich vermute, dass sich hier auch noch Schrauben befinden, die dort nach oben reingehen. So war das zumindest bei meinem A4. Also gehe ich mal von aus, dass es beim A8 genauso ist. Wie kriegt ihr das raus? Seht ihr da hinten diesen kleinen Nippel da? Da müsst ihr mit einem flachen Schraubenzieher rein, leicht nach oben anheben und dann rausziehen. Oben ist auch so ein Nippel und dann könnt ihr das Ganze seitlich rausziehen. Ja, bei diesen Patienten schaut es nicht so aus, als wenn da oben noch irgendwelche Löcher wären und Schrauben, die die Stoßstange festhalten an dem Aufprallschutz. Da könnt ihr das sehen für die Abschleppöse. Da geht es durch. Also werde ich mal versuchen, die Stoßstange hier jetzt so zu demontieren. Versuche ich mal mein Glück und tue das Ganze hier mal rausklipsen aus dem SBBR-Halter. So sieht das Ganze hier aus. Könnte sogar sein, aber ne, die Nebelscheinwerfer sind ja in der Stoßstange mit drin. Es könnte sein, dass dort innen drin sich noch irgendwie Schrauben verbergen, aber nö, scheint nicht der Fall zu sein. Hier haben wir ihn draußen. Auf der anderen Seite werden wir das Ganze auch so machen. Ich zeige es euch mal aus der Nähe betrachtet. Sieht das Ganze hier so aus, müsst ihr einfach nur rausziehen. Diese Schlitze gehen in diesen SBBR-Halter da innen drin rein. Wie bereits schon geahnt, habe ich dem ganzen Braten hier nicht getraut, denn unter diesem Schaumstoff, verbirgt sich da noch eine Schraube. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Selbiges Problem auf der rechten Seite. Hier könnt ihr dieses Schaumstoffteil sehen, da verbirgt sich auch noch eine Schraube, denn wie gesagt, hier sitzt die Stoßstange noch richtig satt fest. Ja, das werden wir jetzt auch noch rausholen, Schraubenzieher einfach rauswuchten. Mit den Fingern geht es ein bisschen schwierig, mit dem Schraubenzieher angewuchtet und dann kommt ihr auch an diese zwei Schrauben. Ja, und so gefällt mir das Ganze schon viel, viel besser. Schaut mal her. Zack, die ganze Stoßstange kommt schon runter. Ich habe mir hier jetzt ein bisschen Pappe hingelegt, werde noch ein bisschen was unterlegen, dass ich die PDCs abstecken kann und die Scheinwerferreinigungsanlage, die muss auch abgeklemmt werden. Passt auf, dass ihr die Schläuche da nicht zu arg belastet.
Die Enden brechen sehr, sehr schnell. Hier könnt ihr das Ganze nochmal sehen, diese drei Schrauben da innen drin, die man unten durch die Rathausschale lösen hat müssen. Das sind im Prinzip ganz normale Stehbolzen. Seht ihr auch in einem anderen Video von mir, als ich es beim A4 gemacht habe und die Stoßstange demontiert habe. Ja, und die gehen da in den Kotflügel rein und werden dann mit diesen Muttern angezogen. So sieht das hier aus. Auf der rechten Seite habt ihr hier so zwei Kabelbäume mit so zwei Steckern. Die schiebt ihr einfach hier raus, wenn sie sich denn schieben lassen. Zack. Die müsst ihr lösen. Das ist das ganze Gedöns für PDC, für die Nebelscheinwerfer und für die Scheinwerferreinigungsanlage. Zeige ich euch noch, wie auf der einen Seite die Scheinwerferreinigungsanlage entkoppelt. Hier auf der rechten Seite seht ihr da den Anschluss. Den müsst ihr nicht lösen, denn der wird nämlich von drüben von der Zentralleitung versorgt. Wir gehen mal rüber. Und hier kann man das Ganze gut sehen. Ich versuche euch mal die Schärfe so ein bisschen zu ziehen. Da ist das Ganze. Und da ist so ein kleiner blauer Nippel. Den zieht ihr einfach nur nach hinten weg. Das ist wie so eine Kunststoffspange. So zieht ihr das Ding weg. Tut es auf beiden Seiten so wegdrücken. Weil sonst brecht ihr das Ding ab. Wenn ihr es im Kalten macht, föhnt es ein bisschen anders, Kunststoff ein bisschen geschmeidiger wird. Dann könnt ihr das Ding hier auch schon abziehen. Zack, schon ist das Ding gelöst. Die Sache wäre gegessen. Und ja, hier die Verbindung können wir natürlich nicht lösen. Zum anderen also werde ich diese Leitung da unten rausklipsen. Ihr seht, da ist es mit dieser Metallspange geklipst. Klipse ich das linksrum raus, bis hinten drüben raus und dann geht die Scheiße raus hier. Alle Verbindungen sind jetzt gelöst auf dieser Seite von der Scheinwerferreinigungsanlage und hier drüben sind die beiden Stecker auch gelöst. Schlussendlich schaut dieser ganze Akt dermaßen aus, nichts Besonderes. Die Schürze ist halt ziemlich groß, die Stoßstange, und auch dementsprechend schwer, also definitiv schwerer als die beim A4. Und normalerweise sieht es jetzt so aus, dass man dort, ja, Schärfe, dort diese zwei Schrauben und hier unten, wenn ich das Ding hier mal den Führungsschacht für den Ladeluftkühler wegtue, ach, da sieht man es auch, da und da drüben ist noch eine, und dann habt ihr in der Mitte so eine Zentralbohrung, dann könnt ihr diesen ganzen Schlossträger nach vorne ziehen und habt genug Platz. Ja, ich weiß nicht, ob ich es machen werde. Vielleicht werde ich es machen, nur aus dem Grund, um dort innen drin an diesen T60 zu kommen, an diesen Torx 60, um den Riemen zu entlasten. Aber ich werde das Ganze nur minimalst lösen. Müsst ihr auch hier oben diese Schrauben lösen, damit der KU-Montageträger rauskommt. Ich werde ihn, wie gesagt, versuchen, nur minimal zu lösen, dass ich hier von oben mit dem Schlüssel reinkomme, denn die Ansaugbrücke, der Reeldrucktrakt hier, ist eigentlich ein bisschen im Wege. Ich habe es mal probiert mit dem Drehmomentschlüssel und so einem Adapter auf Vielzahn, kommt man da rein, wenn man den Kühler hier so ein bisschen reindrückt. Ist aber saub, friemlich, ich will ja nichts kaputt brechen. Von daher werde ich die Schrauben nur lösen, minimal nach vorne ziehen und werde entgegen der Audi-Anleitung hier das Kunststoff hier rausnehmen, die Führung für den Ladeluftkühler, und werde den Ladeluftkühler lösen und werde ihn runterschmeißen, also die Schläuche ab, runterschmeißen, dass ich da mehr Platz habe, und dann sollte die Lichtmaschine eigentlich auch ohne Probleme rausgehen, ohne großartig riesig hier noch montieren oder demontieren zu müssen. Die Scheinwerfer versuche ich auch drinnen zu lassen, mal schauen, ob das Ganze auch so funktioniert. Sollte funktionieren, denn die sind hier unten, könnt ihr sehen, befestigt, und hier oben mit diesen beiden Schrauben. Ja, beim Audi 80 gibt es hier so eine Blende, kann man jederzeit die Scheinwerfer rausholen. Bei Audi, bei den neuen, ich weiß nicht, was die Ingenieure sich dabei gedacht haben, als wenn man das nicht anders lösen hätte können. Also Katastrophe meiner Meinung nach. So ein Ingenieur, eins auf den Deckel. Vor allem, man sieht es ja, und ich weiß nicht, die machen das seit 2000 bei allen Autos so, dass man wirklich für einen Wechsel von den Scheinwerfern, zum Teil andere Hersteller auch bei den Glühbirnen, wirklich die Scheinwerfer ausbauen muss und um den Ausbau der Stoßstange nicht drum herum kommt. Finde ich absolut scheiße, könnte man in Zukunft vielleicht ein bisschen anders lösen. Aber ja, jetzt weiß man, wie die Stunden in den Werkstätten zustande kommen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde das Auto jetzt anschmeißen. Da liegen die Auffahrrampen, dann fahre ich dann auf die Rampen hoch.
weil mit dem Wagenheber habe ich keinen Bock darum zu machen. Mit den Rampen ist das ruckizucki gelöst und dann geht's weiter. Auto ist jetzt auf den Auffahrrampen. Ja, so lässt sich jetzt schön arbeiten. Natürlich wäre es auf einer Hebebühne viel bequemer, aber schaut euch die Bodenfreiheit an. Zur Not hätte ich auch noch richtig hohe Rampen, aber die reichen aus. Wenn es zu hoch ist, ist es auch natürlich schlecht. Und jetzt geht's weiter an die Arbeit. Jetzt werde ich erst einmal hier dieses Kunststoffteil rausholen. Das ist so ein Gummi-Kunststoffteil. Das ist hier unten an zwei Schrauben fixiert. Und hier an dieser Schraube, und dann wird es einfach nur hier oben aus diesen, na, Schärfe, aus diesen Nippeln da rausgeschoben und einfach nach vorne rausgezogen. Beim A4 und beim A6 ist es so, dass ihr das seitlich zur Seite schiebt und dann rauszieht. Da ist es so eine Schiebestecklösung. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob wir den Ladeluftkühler so rausbekommen. Dann werde ich auch diese ganzen vier Schrauben hier, vier Schrauben dort drüben lösen und versuchen den Schlossträger, ich sag immer KU-Montageträger, so hieß das damals bei uns in Prototypenbau, weil im Prinzip das ganze Kühlerpaket an dem Teil hier befestigt ist. Und ich sehe gerade, boah, der Kühler, der sieht echt mies aus. Der sieht richtig mies aus. Das ist der Kühler für die Klima, nehme ich an. Ja klar, ist der Klimakühler. Das müsste der Klimakühler sein. Jawohl, und da sehen wir es auch. Schaut euch das schöne grüne Zeugs an. Der Klimakühler hier in dem Bereich scheint irgendwie leicht undicht zu sein oder eine leichte Undichtigkeit zu haben. Ich habe jetzt aber Kühlmittel nachgefüllt. Hier sieht man auch so eine leichte Schleifspur. Da hat das Kunststoff hier scheinbar dran geschliffen durch Vibration oder mein Vorbesitzer ist irgendwo mal dran gefahren und das Ganze war da ein bisschen verzogen. Alles möglich, aber hier haben wir definitiv eine Undichtigkeit vom Klimasystem. Und schaut euch den Kühler an. Also das sieht nicht mehr gut aus. Den Kühler müsste man eigentlich, wenn man jetzt schon da dran ist, auf jeden Fall ersetzen. Der ist fertig. Schaut euch das mal an, wie der hier ausgefressen ist. Brutalst heftig. Ja, typisch Langstreckenfahrzeug. Immer schön dicht auffahren. Und dann hat man die ganzen Steinschläger, den ganzen Scheiß da drin. Ja gut, das Auto ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. 10 Jahre im Betrieb, 250.000. Okidok. Hier könnt ihr die Schrauben sehen. Das sind diese drei Schrauben, die müsst ihr lösen. Denn das sind die Schrauben, wir machen mal Licht hier an, die diesen, ja, Dämpfer da halten. Und die sind hier an diesem Verbindungsrohr fixiert. Und wenn wir da reinschauen, sehen wir auch schon unsere Lichtmaschine. Da ist unsere Lichtmaschine. Die zwei Schrauben müssen hier auch gelöst werden, damit ihr hier diesen Schlauch ein bisschen beiseite drücken könnt. Und wie ihr sehr gut sehen könnt, ist hier zwischen Ölwanne und dem Ladeluftkühler nicht wirklich viel Platz, dass man die Lichtmaschine hier irgendwie rausbekommt. Und zudem ist auch hier dieser obere Schlauch vom Ladeluftkühler im Weg. Von daher muss das hier gelöst werden, also diese Schelle muss gelöst werden, der Schlauch beiseite gedrückt werden, der Ladeluftkühler beiseite und dann hat man hier, ja, ich versuche es mal so zu filmen, hat man hier genug Platz, um die Lichtmaschine herauszubekommen. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal die drei lösen und oben die von dem Schlossträger und dann ziehe ich das Ganze ein bisschen vor. Aber bevor ich den Schlossträger dann vorziehe, hier seht ihr die zwei Klimaleitungen, Zu- und Rückleitung. Da ist so eine kleine Halterung, eine Schraube da, eine da oder da, diese Zehner, die müsst ihr abdrehen, damit ihr die Leitung hier flexibel bekommt, denn die ist hier auch an dem Schlossträger fixiert, nicht, dass ihr den Schlossträger löst und dann ruppt wie die Bekloppten und euch diese Leitung hier beschädigt und die dann eventuell undicht wird, wollen wir ja nicht. Mutter ist gelöst, dazu klippst du hier einfach diesen Schlauch raus, der geht hier zum Ausgleichsbehälter, klippst hier raus, da das Kabel hier vorne, klippst ihr raus und dann könnt ihr das rausdrehen und hier ist, wie gesagt, einfach nur so eine normale Schelle. Jetzt seht ihr, die ganze Leitung ist hier locker und ihr könnt den Schlossträger dann vorziehen. Freunde, ich habe jetzt erstmal hier die Schrauben gelöst. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen, das Ganze ist jetzt hier schon halbwegs lose. Da sind noch solche Sicherungen. Da seht ihr, da ist ein Kunststoffsplint und einfach nur so, ja, so ein Metallblättchen drauf. Und als nächstes müssen wir auch noch unbedingt hier die zwei Schrauben lösen von den
Signalhörnern, damit wir das Ganze ein bisschen vorziehen. Und mehr werde ich auch nicht machen, denn als nächstes werde ich einfach nur, hier versteckt sich eine Schraube und drüben auch. Muss mal gucken, ob noch ein paar mehr Schrauben hier sind für den KU-Montageträger oder für den Schlossträger. Werde diese lösen. Es kann sein, dass hinter den Scheinwerfern sich noch welche verbergen. Das werde ich noch rauskriegen. Die werde ich erstmal lösen. Dann werde ich schauen, ob der Schlossträger hier so 5 bis 10 cm weiter vorkommt. Die Dichtung ringsrum hier einfach ablösen. Fertig. Und jetzt geht's diesen beiden an den Kragen, rechts und links. Was auch noch wichtig ist, die Bowdenzüge für den Haubenschloss, für das Haubenschloss müsst ihr hier zerlegen, habe ich aber keinen Bock zu. Ich werde einfach die zwei Schrauben hier lösen, den beiseite klappen, weil hier habe ich ungefähr 7 cm Weg. Das sollte mir reichen. Also wie gesagt, ich versuche mir immer so wenig Arbeit wie möglich zu machen. Wieder ein Stück weiter, Kunststoffteil ist jetzt raus vom Ladeluftkühler. Schlauch ist runter, schaut euch mal diese Scheiße hier an. Diese Korrosion, der innere Schlauch ist jetzt auch gelöst und ich lege ihn mal unter das Auto. Und da könnt ihr sehen, dort gibt es zwei Schrauben. Eine habe ich gelöst, ist für diesen Haltearm hier. Wie gesagt, der Ladeluftkühler ist hier nur auf diesen Gummipuffern eingesteckt und hält da unten und an dieser Halterung. Und seitlich hat er auch eine, man sieht es vielleicht schlecht, da hinten drin steckt er auch noch drin. Jetzt können wir den im Prinzip, weil die eine Halterung jetzt gelöst ist, können wir den hier problemlos rausziehen. Zack. Habt ihr das gesehen? Ja, die Kamera mit ihrer Scheißschärfe. So, Ladeluftkühler ist draußen. Jetzt haben wir hier genug Platz, um letzten Endes, seht ihr, das ist der Halter, von dem ich euch gesprochen habe, eben gerade mit den zwei Schrauben von unten. Das ist der Haltearm für den Auspuff. Da ist das alles befestigt für die Standheizung oder Zusatzheizung. Und jetzt haben wir auch einen super Blick auf die Lichtmaschine. Und hier soll das Ganze jetzt ohne Probleme rauskommen. So sieht das Ganze jetzt letzten Endes aus. Was ich jetzt nur noch machen muss, ist den KU-Montageträger ein bisschen nach vorne rausrücken. Soweit ich gesehen habe, sollen angeblich noch in den Kotflügeln Schrauben drin sein, die den KU-Montageträger festhalten. Ich glaube aber von der anderen Seite, weil der will nämlich nicht ganz raus. Die muss ich noch finden und wie gesagt, ansonsten seht ihr, das ist hier komplett lose. Diese Schraube ist hier auch raus, die den KU-Montageträger hier auch noch hält. Von daher müsste die Drecksau eigentlich schon nach vorne rauskommen. Will mal gucken. Freunde, ich habe die scheiß Schrauben gefunden, die den KU-Montageträger noch halten. Und zwar sind die unterhalb der Scheinwerfer. Schaut euch diese scheiß Mutter da unten an. Die hält hier noch den KU-Montageträger links und rechts. Und ja, eventuell der Turboladerschlauch. Ladeluftschlauch für den rechten Ladeluftkühler. Aber mir reicht's, wenn ich eigentlich zum Fahrzeug so den KU-Montageträger leicht schräg wegbewege. Das sollte mir ausreichen. Ich muss den jetzt nicht komplett weg gerade biegen. Ja, und hier hat er so einen kleinen Dellenschaden gehabt. Mal gucken, vielleicht tausche ich den Kotflügel auch gleich gegen einen neuen aus. Ja, Freunde, und ich höre nicht auf zu schimpfen auf diese behinderten Audi-Konstrukteure. Schaut euch das an. Da müsst ihr diese scheiß Schraube lösen. Lange Verlängerung, ja, und die Ratsche, die steckt da hinten drin und da müsst ihr mir in der Hand rein, ohne Hebebühne. Viel Spaß. Jetzt zeige ich euch noch, wo sich noch zwei weitere Schrauben verbergen. Dort ist eine und auf der rechten Seite genau dasselbe. Da hinten ist auch eine, die müssen noch raus und dann versuche ich den KU-Montageträger, Schlossträger so weit vorzuziehen, dass ich da oben einfach nur mit einem langen Schlüssel und dem T60 Torx reinkomme. Und dann geht's ab an die Demontage der beschissenen Lichtmaschine. Freunde, kurzer Zwischenstand. Ja, hier das Ganze ein bisschen demontiert, um das Ganze ein bisschen lose zu bekommen. Hier habe ich jetzt die oberen Schrauben raus, die unteren sind noch drin. Hier habe ich einfach nur eine normale lange M8 müsste das sein, genau M8, eine lange Schraube reingedreht, damit ich das Ganze weiter wegziehen kann. Die Scheiße habe ich gelöst, auf der anderen Seite habe ich es nicht gemacht. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt passt das hier nicht mehr überein. Jetzt habe ich hier oben ein bisschen Spiel bekommen. Weiter möchte ich das auch nicht zerlegen, habe ich keinen Bock drauf. Und ich versuche mal das Licht hier einzuschalten. Jetzt sollte man da unten, wie gesagt, diesen Spannarm sehen. Ich guck mal, ob ich mit der Hand da reinkomme.
da unten, wo mein kleiner Finger hin zeigt, da setzt ihr den Torx 60 an und dann könnt ihr das Ganze entspannen, indem ihr in die Richtung zieht, entspannt sich das Ganze und dann schmeißt ihr, oder ich versuche den Riemen da unten von der Lichtmaschine runterzuschmeißen, und sobald ich den Riemen abhabe, geht's weiter. Wie schaut mein Setup aus? Ja, da ihr einen ziemlich langen Arm braucht und die Ratsche zu kurz ist, habe ich jetzt einfach meinen Drehmomentschlüssel hergenommen. Hier einfach so ein Adapter für so einen T60 aus meiner BGS-Kiste. Zack, den stecken wir einfach da drauf und dann schauen wir mal, ob wir da unten reinkommen und das Ganze entspannen können. Ich demonstriere euch das Ganze mal. Da ist, wie gesagt, der Radschlüssel und da sitzt der Vielzahn. Ich leuchte mal mit drauf. So sieht das Ganze aus und den müsst ihr letzten Endes jetzt entlasten. Und zwar in die rechte Richtung. Ich hoffe, man sieht es. Ich will da nicht runterrutschen. Ich brauche nämlich zwei Hände, habe hier keine helfende Hand. Den werde ich jetzt, wie gesagt, in diese Richtung bewegen und den Riemen entspannen und auch dort hinten dann von der Lichtmaschine runterschmeißen. So, der Riemen ist jetzt unten. Der ist nämlich da unten von dieser Spannrolle runtergefallen. Ihr seht, der geht da automatisch raus. Und jetzt habe ich ihn hier so schräg hingelegt. Jetzt werde ich ihn da unten rausfriemeln. Ich werde euch auch ein Bild hier einblenden, wie das Ganze hier lang läuft, dieser Riemen, dass da nichts verkehrt läuft. Ihr seht, der Schwingungsdämpfer, das Rad, der Schwingungsdämpfer, und das geht da um die Umlenkrolle rum und zurück. Der Riemen, der sieht eigentlich gut aus, er ist nicht porös und nix. Ich werde den wahrscheinlich drin lassen, den werde ich nicht tauschen. Wobei, wenn man schon hier bei der Sache ist, könnte man das Ganze hier auch gleich tauschen. Kostet ja kein Geld, das Ding. Werde ich dann sehen, wenn ich heute Abend am Rechner sitze und die Teile bestelle. Da der KU-Montageträger hier immer so ein bisschen unten andotzt, wie gesagt, habe ich auch hier dieses Teil gelöst, wie in der Anleitung drin stand. Absolut eigentlich unnötig, das Ding zu lösen, braucht ihr überhaupt nicht zu lösen. Absoluter Bullshit in der Anleitung, haben wir dazwischen eingeklemmt, dass da ein bisschen Abstand ist. Und jetzt sehen wir mal hier den Riemen. Ich werde jetzt hier noch diese zwei Schrauben lösen, um die Leitung hier ein bisschen wegzubekommen. Und dann ziehen wir den Riemen runter, obwohl der müsste eigentlich jetzt auch schon runter zu bekommen sein. Jawohl. Zack, Riemen ist unten. Und Sache erledigt. Also, wie gesagt, kein Hexenwerk hier, die Geschichte. Und dann habt ihr, ich versuch's mal zu filmen, habt ihr da vorne eine Schraube, müsste eine 13er sein, und die andere ist genau gegenübergesetzt, oberhalb dort. Und ganz wichtig, als nächstes Batterie abklemmen, diese Kunststoffschutzkappe wegnehmen, um mit der 13er hier die Plusleitung abzudrehen. Und dann gibt es hier von hinten, jetzt ist es ein bisschen verdeckt, gibt es hier von hinten diesen Stecker noch, den müsst ihr auch noch rausziehen. Und dann ist die Lichtmaschine eigentlich schon fast uns. Dann gehört das Ding uns. So viel Scheißarbeit, um eine beschissene Lichtmaschine herauszubekommen. Dann klemmen wir mal hier die Batterie ab, 10er Schlüssel. Wenn ihr die Masse abklemmt, das reicht vollkommen aus. Mehr braucht ihr da nicht zu machen. Masse abklemmen, beiseite legen, so dass sie nicht mehr dort an das Batteriepol dran kann. Sache gegessen, so abgeklemmt. Ich lege das meistens immer dahin. Da passiert nichts. Ja, Sache erledigt. Jetzt können wir die Lichtmaschine demontieren. Freunde, wieder einen Schritt weiter und wieder absolut begeistert von der deutschen Ingenieurskunst. Da oben könnt ihr sehen, hier habe ich das Kabel schon gelöst, da oben hängt. Hier ist auch noch so ein Stecker mit dran. Gibt es einpolig, gibt es zweipolig. Aber das Allergeilste ist natürlich, ich versuche es mal einzufangen, ob man das von hier oben sieht. Ja, wird man wahrscheinlich nicht sehen, die eine Schraube da hinten. Schwer da reinzukommen. Doch, man sieht sie. Da oben ist die Schraube. Ich zieh mal scharf für euch. Da oben ist die Schraube. Sie geht nicht weiter raus, denn sie schlägt an diesem oberen Ladeluftrohr an, was zurückgeht zum Turbolader. Und ja, die untere Schraube habe ich auch draußen. Wie ihr seht, diese Schraube schlägt hier an diesem
Schwingungsdämpfer, Motordämpfer oder wie auch immer an. Das bedeutet für mich, der hat hier unten eins, zwei Schrauben und eine ist oben versteckt. An diese obere kommt man nicht dran. Dazu muss man dieses untere Ladeluftrohr, hier könnt ihr sehen, das ist da unten befestigt mit eins, zwei Schrauben. Das muss man hier komplett lösen. Deshalb hat man auch diese Scheiße hier lösen müssen. Drüben Schläuche ab, genau dasselbe, die Scheiße komplett raus. Und dann hoffe ich mal, dass ich diesen dann da rausbekomme und die untere Schraube lösen kann. Und für den oberen Bereich, wie ich das obere Rohr da rausholen soll, damit ich mit dieser Schraube hier an dem Rohr vorbei kann. Kurzer Zwischenstand, Freunde. Ja, wie gesagt, das untere Verbindungsrohr zwischen den Ladeluftkühlern ist draußen. Dieser Halter ist auch raus. Und ja, wie ihr sehen könnt, da ist die untere Schraube von der Lichtmaschine, die sich dort drin befindet. Ich mache mal hier das Licht an. Die untere ist rausgekommen, aber die obere, wie man noch sehen kann, ach komm, hau ab, scheiß Keilriemen, die obere hängt da immer noch fest am Riemen, ihr seht, denn das obere Rohr für die Verbindung zu den Ladeluftkühlern muss auch noch demontiert werden, da seht ihr schon mal so eine schöne rostige Schraube und hier gibt es auch noch so eine rostige. Und von oben ist er auch nochmal befestigt an zwei oder drei Stellen. Die Scheiße muss man auch noch lösen. Ich werde die Schrauben nur anlösen und diese da rausdrehen, damit ich das Ganze ein paar Zentimeter nach unten bewegen kann. Und dass dann die obere Schraube rauskommt vom Generator. Dazu muss auch die Schelle dort oben gelöst werden. Ihr könnt es sehen, die nämlich die Rückleitung hier ist. Da seht ihr die obere Schelle. Da innen drin die Schraube von der unteren Schelle, von dem Scheißteil. Ja, Katastrophe, was die sich hier einfallen lassen haben, diese Idioten, anstatt das etwas höher zu setzen. Hier genau dasselbe Beispiel, deutscher Intelligenzkunst aus dem 21. Jahrhundert. Wieso kann man diese verfickte Schraube, sorry, wenn ich mich so ausdrücke, wieso kann man da keine normale Sechskantschraube hinmachen, dass man mit dem normalen Ringschlüssel da dran kommt, die löst und aufschraubt. Nein, dann wird so eine scheiß Torx-Kacke gemacht. Ey, wie behindert kann man nur sein. Freunde der Schrauberkunst, beide Schrauben sind draußen. Das ganze Rohr habe ich gar nicht ausgebohrt, habe die Schelle nur da oben gelöst. Das Ganze hier nach unten gezogen, Schraube rausgeholt. Normalerweise müsst ihr die Schraube hier zwei Umdrehungen rausdrehen oder drei. Dann klopft ihr mit dem Hammer dagegen die Schraube, damit auf der gegenüberliegenden Seite ist so eine Buchse. Die zieht sich zusammen, wenn ihr die Schraube reindreht. Und somit ist gewährleistet, dass die Lichtmaschine richtig gut am Block sitzt oder in der Führung hier sitzt, in dieser Halterung. Und wenn ihr die Buchse zurücktreibt, geht die viel einfacher raus. Hier konnte ich ein paar leichte Schläge mit dem Hammer geben, aber hier gibt es so gut wie keine Möglichkeit, gut auszuholen. Oben kommt überhaupt nicht dran, weil wie gesagt, dieses blöde Rohr da im Weg ist. Die Lichtmaschine sitzt bombenfest. Ich kann das ganze Auto hier komplett bewegen. Und wie gesagt, mein Vorgehen ist jetzt folgendes. Ich nehme mir hier ein langes Kantholz, setze hier am Gehäuse an. Ist mir jetzt auch scheißegal, ob das Gussgehäuse bricht oder nicht. Und werde versuchen, hier unten die Lichtmaschine auszutreiben. Da seht ihr, da ist das Loch oder die Öffnung für die untere Halterung. Werde versuchen, die Scheiße da runter zu treiben. Ihr könnt sehen, da so ein bisschen runter bekommen habe ich schon. Wenn es jetzt hier komplett runter geht, kann ich die hin und her bewegen und von der oberen Haltung ein bisschen frei bekommen. Und dann hoffe ich, dass die Scheiße gleich mir gehört. Dann habe ich den Kampf hier gewonnen. So, unten ist jetzt von der Halterung raus und jetzt werde ich die hier so hin und her hieven und in meine Richtung ziehen, damit ich sie rausbekomme. Leider kann ich das jetzt nicht filmen, weil ich wieder, wie gesagt, alleine bin. Schweinearbeit ist das. Ich hoffe, ihr wisst es zu wertschätzen, dass es hier Leute gibt, die euch das zeigen, wie das funktioniert. Ich bin jetzt locker 5,5 bis 6 Stunden hier da dran, um diese scheiß Lichtmaschine auszubauen und zu filmen. Und das Video ist noch nicht mal geschnitten zum jetzigen Zeitpunkt. So schaut der Scheiß da innen drin aus. Die Lichtmaschine ist gerade so rausgekommen. Da liegt sie auf meinem Bauch. Das Mistviech. Ich hab's geschafft. Was haben wir hier? Eine
180 Ampere, 059, 903, 015R Valeo. Und wo ist die Valeo-Nummer? Welche ist die Valeo-Nummer? Steht nicht drauf, oder was? Die Valeo-Nummer müsste die 247... Ist es die Valeo-Nummer? Ach, keine Ahnung. Ist ja letzten Endes scheißegal. Da kann man schon irgendwie innen drin was sehen. Ist, sieht aus wie Rost oder weiß der Geier was. Könnt ihr das sehen? Da innen drin. Ich vermute mal, dass hier bei der Lichtmaschine die Kohlen im Arsch sind, mittlerweile verschlissen. Aber wie gesagt, ich werde einen neuen Austausch nehmen oder lasse die hier überholen. Schauen wir mal. Und ja, ich habe da keinen Bock und keine Zeit, ewig da rumzumachen. Deshalb, wie gesagt, ich werde die hier komplett überholen lassen oder eine neue überholte holen. Dann habt ihr neue Lager, neuen Lichtmaschinenfreilauf und ja, neuen Regler. Und dann ist die Sache gegessen. Hier zeige ich euch nochmal, was ich mit diesen Buchsen gemeint habe. Hier auf der gegenüberliegenden Seite sind so Buchsen eingepresst. Und wenn ihr jetzt die lange Schraube von da hier durchsteckt, zieht die Schraube natürlich diese Buchse an und das Ganze ist hier fixiert. Wenn ihr die Schraube ein, zwei Umdrehungen aufdreht und dann mit dem Hammer hier zwei, drei heftige Schläge gibt, drückt die Buchse wieder ein Stück zurück, genauso wie hier oben, und dann kommt die Lichtmaschine viel, viel einfacher raus. Ja, meine lieben Freunde, die neue Lichtmaschine ist da, eine Valeo, eine überholte, general überholte. Seht ihr daran, dass da innen drin die Wicklungen auch noch so ein bisschen dreckig sind. Es passt eigentlich alles, ist genau dieselbe. Und wo wurde sie remanufactured? In Polen. Das heißt, die Dinger gehen nach Polen. Hier sieht man es auch, die haben auch hier wieder ordentlich Muttern drauf und nicht diese scheiß Metallspangen. Ja, dann bauen wir die jetzt mal ein in das Auto und... ja, umgekehrte Reihenfolge, alles wieder zusammen. Neue Lichtmaschine sitzt jetzt bereits an dem Punkt. Die Schrauben für die Lichtmaschine müsst ihr anziehen mit 22 Newtonmetern Drehmoment, soweit ich das gesehen habe. Die hintere Schraube für die Plusklemme wird, glaube ich, mit 12 Newton angezogen. Sollte ich da falsch liegen, korrigiert mich bitte in den Videokommentaren. So, als nächstes kommt hier der Riemen drauf. Ja, beim Riemen habe ich mich für ein ContiTech entschieden. Ja, keine Werbung, habe ich selber gekauft, alles hier an den Teilen. Da müsst ihr aufpassen, je nachdem, was ihr für einen Motor habt, gibt es einen mit 2460 und 2490 mm. Kommt auf den Spanner drauf an und auf die Aggregate, wie viel mal umgelenkt wird. Bei mir ist es der 2460 mm von ContiTech. Warum ContiTech? Ich nehme schon immer seit Jahrzehnten ContiTech. Habe damit beste Erfahrung gemacht und ja, will eigentlich auch nichts anderes haben. Meine lieben Schrauberfreunde, provisorisch alles erstmal so zu warmen gebaut, soweit es ging. Probelauf, läuft alles sauber. Kontrolliert den Riemen, ob der sauber läuft. In meinem Fall tut er das. Unten könnt ihr auch sehen, dass der Schwingungsdämpfer, das ist das große Rad, wo ich drauf leuchte, dass dieses super schön gerade läuft. Sollte dieses hier da leicht hin und her schlagen, dann wisst ihr, dass der Schwingungsdämpfer, sprich das Gummi zwischen der inneren Stahlscheibe und der äußeren, auch im Eimer ist. Aber das sieht hier wirklich alles picobello aus. Da kann man eventuell ganz leicht sehen, wie der Spanner so minimal arbeitet. Die Lichtmaschine sitzt, passt alles soweit. Ihr guckt mal hinten im Kofferraum, was denn die Voltanzeige sagt. Im Kofferraum angekommen, ja, 14,03 Volt. Die Lichtmaschine lädt, so gefällt mir das. Ja, im Prinzip minus plus einfach dran. Auf Volt DC stellen das Ganze und wir sehen 14,03 Volt. Die Geschichte ist am Laden. Ja, dann werden wir mal wieder ein bisschen weiter zusammenbauen und ein bisschen Werkzeug aufräumen. Für mich war es das für heute. Für euch geht das Video natürlich jetzt weiter.